Selbstvertrauen steht dir. Wenn es verdient ist, schon. Du besitzt Stolz. Ich habe noch nie begriffen, wieso Stolz eine Todsünde sein soll. Die Macht, die du nach Abschluss einer mühsamen Aufgabe verspürst, verleiht dir das nicht neue Kräfte? Du hast großes Potenzial bewiesen, Herausragendes geleistet. Hast du dir dafür nicht etwas verdient? Mag sein, aber nicht von dir. Bevor du einen tragischen Fehler begehst, möchte ich dir ein Angebot machen. Du hast die Welt gesehen. Ihren Zustand. Dir ist sicherlich klar, dass dich irgendwer irgendwo belogen hat. Es gibt keinen Plan. Es gibt kein Gleichgewicht. Es sind alles Lügen. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, du und ich machten uns wirklich daran, der Welt eine Richtung zu geben. Eine Ordnung. Ist das nicht deine wahre Bestimmung? Wir könnten die Macht des Gleichgewichts sein, die die Welt verdient hat. Wir könnten Großartiges bewirken. Es gab eine Zeit, da hätten mich diese Worte überzeugt. Doch damals wusste ich noch nicht, wie hässlich Hochmut sein kann. Danke für dein großzügiges Angebot. Doch wenn jemand diese Welt in Ordnung bringen muss, werden das weder du noch ich sein. Spürst du, wie dein Stolz zerbröckelt? Ich spüre es. Dein Ende ist nah. Thank you.
du mit dem Fürsten des Abgrunds gesprochen? Er wusste es. Auch er war stolz. Erzähl mir vom Rat. Deine sogenannten Meister sind vom Stolz befallen. Sie dienen keinem Gleichgewicht. Wer glaubst du, hat die Sieben aus unserem Gefängnis gelassen? Welchem Zweck dienen wir, wenn es keine Menschen gibt, die wir verderben können? Sag, dass dies nicht wie die Wahrheit klingt. Du kannst nicht abstreiten, dass auch du noch Stolz verspürst, oder? Genug der Bauchpinselei. Erzähl mir alles. Du weißt bereits alles. Herren, die Ironie ist, dass dein Feind ausnahmsweise recht hat. Du solltest Stolz empfinden, aber nein, du verspürst nur Angst. Angst der wahren Größe so nahe gekommen und dann gestürzt zu sein. Sieh, dein Rat betrügt dich. Beobachterin? Was so hübsch. Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Schwester. Nein. Nein. Glück, oder? Weißt du, worum ich dich noch beneide? Deine Macht und dank unserer gemeinsamen Wohltat gehört diese Macht mir! Hochmut hatte recht. Der feurige Rat hat dich reingelegt. Sie wollen unser aller Tod. Den der Sieben Sünden und der Reiter. Nein! Aber ich wusste es besser. Eifersucht, Witzert, Eifersucht! Ich nahm die Gestalt eines vertrauten Dieners an. Und du, Reiter, wurdest mein Schwert und mein Schild. Feurigen Rat ein für alle Mal ausschalten. Erst dann wird die Erde endlich mir gehören. Hochmut kommt vor dem Fall. Etwas direkt, aber die Botschaft ist klar. Schnarchst. Vielleicht eine gebrochene Nase. Na, du warst offenbar fleißig. Keine Ahnung, womit. Außer dich ordentlich vermöbeln zu lassen. Wer bist du, Mensch, dass du so mit mir redest? Ach, ich bin auch bloß ein Flüchtling, wie du. Aber ich bin nicht stark genug, das Gleichgewicht zu schützen. Das ist deine Aufgabe.
Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Tja, vielleicht begreifst du jetzt endlich, wie die Menschen sich fühlen. In einen Krieg hineingezogen, den sie nie wollten. Sich selbst überlassen gegenüber Mächten, die sie unmöglich begreifen oder bekämpfen können. Die ganze Menschheit wurde betrogen. Und doch kämpft sie weiter. Was ist mit dir? Ich bin vom Weg abgekommen. Ich war neidisch. Ich war zornig. Ich war faul. Und noch Schlimmeres. Alles, was die sieben Sünden verkörpern. Und ich habe dafür teuer bezahlt. Anders ausgedrückt, du hast gelebt. Ja. Sehr gut. Endlich bist du lebendig. Und wo Leben ist, ist immer auch Hoffnung. Hoffnung? Mein Kampf mit Neid war demütigend. Jetzt gerade ist sie zweifellos auf dem Weg, den feurigen Rat zu zerschmettern. Und ich sitze auf der Erde fest. Wenn du also von Hoffnung sprichst, Mensch, kann ich dir nicht beipflichten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein, Haven ist auf Hoffnung erbaut. Komm, sprich mit Ultan. Du wirst schon sehen. Wieso haben sie mir geholfen? So sind Menschen eben. Und dass du so viele Überlebende zu uns geschickt hast, hat dir auch nicht geschadet. Alles umsonst. Wir haben dich nicht aus den Trümmern gezogen, damit du jetzt aufgibst. Neid besitzt die Macht der Sieben. Der Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Dem Tod überlassen wie nutzloser Abfall. Doch es ist noch nicht vorbei. Hier, nimm. Ein Geschenk vom Fürst des Abgrunds. Es gehört in stärkere Hände als meine. Du weißt nicht, was du mir da anbietest, Reiter. Das kann nicht dein Ernst sein. Ist es von Bedeutung? Ich bin eindeutig unwürdig. Willst du es nicht? Das war nicht für mich bestimmt. Der Fürst des Abgrunds wusste, wen er erwählt. Niemand wird sein Vertrauen hinterfragen. Zumindest ich nicht. Was? Dieser Meilenstein verdient Anerkennung. Wenn du es nicht tust, tue ich es für dich. Ein Spiegelteil? Ja, mit ein paar Anpassungen. Aber er ist nur für dich. Er führt nur dich zum Wunsch deines Herzens. Ich wünsche mir nur zu beenden, was der Rat begonnen hat. Finde deine Entschlossenheit, Reiter. Nur sie bleibt dir noch. Und du brauchst sie, wenn du Neid aufhalten und deine ehemaligen Meister stürzen willst. Viel Glück, Fury. Egal, was passiert, danke für alles, was du für uns getan hast. Komm und bereite dich auf den Kampf vor. Willkommen. Wir wissen, dass die letzte Schlacht bevorsteht. Was darf es sein, Reit? Da möchte wohl jemand mächtig auf... Interessant.
In Ordnung. Mal sehen. Interessant. Pass gut auf dich auf.